So, liebe Leute, welcome back in GT6. Ja, heute steht wieder mal das nächste Auto an, denn die City-Rennen, da können wir kurz reingehen. Mit meinem 21 Diesel kam ich hier nicht über Silber hinaus. Lag gar nicht mal daran, dass das Auto jetzt zu langsam ist, aber es ist einfach zu schwierig zu heizen, richtig. Deswegen würde ich ganz gerne mal heute ein Allrad kaufen. Ich denke mal, da kommt man ganz gut voran und auch mit mehr Leistungspunkten. Oh, hier waren wir eben. Wir müssen hier zum Autohändler. Und ich habe ein bisschen geschaut. Und habe jetzt einen, mir gedacht, ich hole mir mal ein Audi. Würde den einen oder anderen da draußen sicherlich freuen. Bin jetzt kein großer Audi-Fan, aber ich glaube, hier mit so einem RS4, Baujahr 2001, komme ich da ganz gut zurecht. Ich will so ein bisschen bei den deutschen Autos erstmal bleiben. Natürlich gibt es jetzt auch Japaner oder Asiaten allgemein, die extrem gut sind in der Richtung, die man gut fahren kann. Aber ja, ich orientiere mich so ein bisschen auf dem, an den Fahrzeugen, die ich so kenne. Und ich denke mal, mit dem schönen Kombi kommt man da ganz gut zurecht. 472 Leistungspunkte hat der hier ab Werk. Das ist schon nicht schlecht. Wir wählen mal die Farbe aus. Was nehmen wir denn für so ein Audi? Blau, grün. Ich will halt schon normale Farben haben, ne? Also, gelb ist ja, oder? Ich nehme mal den schwarzen. Ich nehme heute mal den schwarzen und kostet mich 41.000! Dieser Audi! Alles klar, da ist er. Natürlich hier klassisches Exterieur vom Allerfeinsten aus dem Ingolstädter Allradwerk. Ja, schön. Auto verwenden, ja natürlich. Dann gehen wir noch rein und gucken, ob wir ein bisschen tunen können oder ob wir uns andere Gepäckträger draufbauen sollten oder können oder ein Heckflügel auf dem Kombi. Bin mal gespannt, wie das Ding läuft. Boxenservice kurz reingucken. Ja, früher musste man eben den Ölstand immer wechseln oder man musste Öl wechseln und hat dann noch ein bisschen KW mehr gekriegt, beziehungsweise Leistungspunkte auch ein bisschen. Und zwar Anpassungsteile wollte ich mal schauen. Felgen sind mir jetzt zu teuer. Ich habe jetzt gerade wieder so viel Geld verloren. 83.000 habe ich nur noch. Aerodynamiksätze ist nichts verfügbar. Flacher Unterboden. Heckflügel? Es gibt Heckflügel für den. Ja klar, auch so ein Kombi, ne? Guck mal, Leute. Was für Kracher. Nee, also, das ist nicht schön. Und ansonsten gibt's nichts. Räder, lasse ich die drauf, die drauf sind? Oder 2.500 ist ja nicht so viel. Wir können auch die Zoll ein bisschen erhöhen. Um 2. Dann haben wir bald SUV-Felgen drauf. Wie sehen die denn aus? 4.000 kosten die. Die kennen wir aber schon. Die habe ich schon gekauft einmal, diese Felgen. Boah, teuer wie Sau. Ich will nicht so viel ausgeben. Ich will ein bisschen sparen. Ich nehme mal Standardgröße. Und gucken. Oh, die sehen schick aus. Ja, die können wir nehmen. 5.000? Okay. Alles klar. Sehr schön. Da haben auch die Felgen draufgesetzt. Oh, das sieht schon klasse aus. Das hat schon ein bisschen was. So einen könnte man ab und zu schon auf der Straße finden, nehme ich mal an. Also die wird es wahrscheinlich noch geben. Die so rumheizen. Sind ja jetzt mittlerweile auch erschwinglich. Im Unterhalt immer noch teuer natürlich. Das ist auch so ein großer Trugschluss, glaube ich, bei vielen da draußen. Auch wenn man irgendwelche hochmotorigen Fahrzeuge jetzt nach 4, 5 oder auch 10 Jahren günstig bekommt, sind sie im Unterhalt ja eigentlich immer noch genauso teuer wie ab Werk. Wenn man was dran ist, muss es auch von Fachmann gemacht werden. Von dem her, gucken wir mal, ein bisschen Leistung noch reinknallen, oder? Motor lasse ich mal aus. Das gucken wir uns dann erstmal an, wie das läuft. Wir nehmen wieder mal den Sportauspuff. Oh, 478 bis 500 darf ich gehen, okay. Isometrischer Auspuffkrümmer. 482, da geht es jetzt schon richtig vorwärts. Vorsicht, Cut. Bringt 5 Punkte, alles klar. Nehmen wir auch noch mit. Turbosätze will ich jetzt mal. Hat der nicht von Grund auf schon Turbo? Lachgas lasse ich mal. Was kommt denn hierbei raus? 495 mit der Leistungssteigerung. Zündungs- und Ventilsteuerung werden eingestellt und eine dünnere Kopfdichtung installiert. Ja, ich nehme mal den Computer noch mit, oder? Ja, da kommen wir auch auf 495. So, das reicht erstmal. Dann bin ich auch schon wieder fast pleite. Das erspielte Geld ist dann raus. Und nun würde ich ganz gerne mal probieren, ob ich bei den Rennen ein bisschen besser aussehe. Jetzt gerade bei den Stadtrennen. Da war nämlich auch ein Audi dabei, glaube ich. Ein TT oder sowas. So, schauen wir doch mal. Also, beim ersten Mal habe ich hier... Da vorne fährt doch einer. Das ist doch ein TT. Auf dem kleinen Bild unten sieht man es doch schon recht deutlich. Okay. Wie gesagt, also es geht sogar bis 550 dürfte ich hier sogar machen. Also habe ich sogar noch ein bisschen weniger. Okay, 495 ist ordentlich mit unserem RS4. 335 kW.
Wenn sonst nichts ist, schauen wir doch mal, wie der vorwärts geht. Ich bin gespannt. Also, Allrad ist ja eigentlich gut zu fahren. Sollte eigentlich gut zu fahren sein. Und nun schaue ich doch mal, ob ich mit dem besser vorankomme als mit dem 1.20 Diesel. Natürlich kann man die beiden Fahrzeuge überhaupt nicht vergleichen. Das eine fährt unter Kleinwagen und das ist hier schon ein großer Kombi natürlich. Ganz eigene Rennklasse für sich. Und dann schauen wir doch mal. Mit dem 1er könnte man vielleicht den Audi Sportsback vergleichen. Ja, lehne ich mich bis auf dem Fenster, wenn ich es so mache. Ich weiß es nicht, ob man die direkt vergleichen kann. Ein Audi sonst, ich weiß gar nicht, so kleine Varianten als Kompaktwagen. Ja, der Sportsback, ne, der geht schon in die Richtung, oder? So, gucken wir mal, unseren RS4 jetzt. So. Oh Gott, ist der zügig. Alles klar. Alles klar, ist das geil. So, wie sieht's aus mit Bremsen? Jetzt geht's natürlich uns eingemachte. Wie ist die Kurbellage? Oh, okay, wie ein LKW. War klar, dass der hier fast nicht rumkommt. Aber, oh, den kannst du rausbeschleunigen wie einen kaputten. Oh, die Kiste ist ja... Hab ich jetzt Scheibenwischer oder so? Mal gucken, dass ich auch mal diese Specials ein bisschen mitnehme. Wow. Oh, mach ich... Oh, krankend, Leute. Empfehlung von mir, holt euch für das Rennen hier für 41.000 einen Audi. Ah, oh, shit. Jetzt sage ich es noch, ich muss doch ein bisschen mehr bremsen. Man darf es nicht unterschätzen. Gott, das fahre ich mit dem Scheiß zusammen. Los. Man muss ein bisschen, ja, das fehlt ihm jetzt. Natürlich, die schnellen Kurvengeschwindigkeiten hat er nicht. Dafür ist er ist gutmütiger beim Rausbeschleunigen. Das ist er, auf jeden Fall. Also... Untersteuern oder solche Geschichten oder übersteuern, fast gar nicht möglich, glaube ich, beim Allrad. Und Dampf ohne Ende. Problem ist nur, die Kurvengeschwindigkeit an sich, weil kein Heck hat, weil das Heck nicht extra drückt, sind die Kurvengeschwindigkeiten, glaube ich, noch ein bisschen langsamer. So. Aber dafür hier auf der Geraden, ja, da haben wir halt einfach zu viel Dampf. So, Vorsicht, da kommt nochmal so eine gefährliche Kurve. Was ist denn da vor uns? Was ist denn das? VW, wo ich denn geblitzt? Was ist denn das für ein vor uns? Okay, Windschatten mal rein hier mit unserem Audi RS4. Was ist denn das für einer? Ach, dieser Scirocco, oder? Müsste da eigentlich sein. Oh, man muss echt aufpassen mit dem Rennen. Das ist, man denkt sich so, ja, ich bin doch schon recht langsam, aber Pustekuchen. Und jetzt raus beschleunigen. Überragend. Also, da macht man das City-Rennen hier zumindest ganz easy. Wir müssen mal schauen. Also, wir haben 40.000 bezahlt für die Kiste. Ob wir dann noch ein paar Rennen mit der fahren können. Scheint ja ganz gut zu laufen. Ich muss hier echt bremsen. Ansonsten heize ich wieder hier. Jo, ich bin schon langsam. Ja, das habe ich vorhin total unterschätzt. Ich dachte, ich bin nicht so schnell. Da bin ich ja voll gegen die Mauer gepfeffert. Hier genauso. Jetzt habe ich noch gerade so gegen die Kurve. Also beim Rausbeschleunigen, das macht halt dann doch schon viel Spaß. Allrad kann man an der Stelle empfehlen. Oh, wie der aussieht. Voll Zerdeller. Bin ich so viel gegengeheizt? Ah ja, ich bin ja voll gegen die Mauer gebannert. Und wieder. Ein bisschen. Okay. Also man kriegt den auch ein bisschen. Aber man muss schon Gas geben, um ein Allrad mal zum Driften zu kriegen. Da muss man schon richtig das Lenkrad querstellen. Ihr seht, meine Reifen sind doch schon gut bedient. Gerade die Abnutzung auf den Vorderreifen ist ja enorm. So, ich fahre mal hier ein bisschen geschillt. Kommst nicht rum. Kommst du nicht gleich... Oh, wie der aussieht! Also noch ein Rennen kann man mit dem nicht fahren, oder? Ohoho. Alles klar, aber es sind, glaube ich, ein paar Sekunden, die ich hier gut gemacht habe. Gegenüber dem zweiten. Oh ja, der Scirocco, ja, sag ich doch, Scirocco. 8 Sekunden, liebe Leute. Also da kann man auch ein bisschen entspannter fahren. Da muss man jetzt nicht so heizen wie ich. Sehr nice. Okay, geile Sache. Da ging jetzt echt schon richtig zügig vorwärts, muss ich ganz klar sagen. Sehr cool. Unter dem Limit. Das war der richtige Kauf jetzt, den ich da getätigt habe. Da kommen wir mal richtig vorwärts. Wie er abgeht, der RS4. Ist ja überragend. Zack, gib ihm. So.
Sehr schön. Sehr schöne Bilder auch noch, die es dann gibt in der Wiederholung. Sieht klasse aus. Macht echt Laune. 6000, aber wir müssten jetzt theoretisch das Rennen hier, ja, so 4 bis 5 Mal fahren. Dann haben wir das Geld wieder drin. Von dem Audi. Geht ja eigentlich schon recht zügig, ne? Also da, 40.000 ist ja gar nichts. Ist ja läppisch. Ist ja läppisch. Wenn man aber das Ziel hat, alle Autos besitzen zu wollen, dann wird es natürlich auffällig. So, wie versprochen, gibt es auch heute nach dem einen Rennen. Die anderen beiden Rennen mache ich dann wieder, denke ich mal, offscreen. Vollgas. Ich würde ganz gerne heute nochmal so ein Missionsrennen mit reinnehmen, wenn ihr nichts dagegen habt. Sind immer recht spaßig. Missionsrennen B4. Gucken wir uns das mal an. Ob ich da heute wieder Gold schaffe. Ein sektorbasiertes Zeitrennen auf der Strecke von Bathurst. Okay, ich fahre mit einem XKR Coupé. Leistungspunkte 512, 375 kW. Also schon ein Top-Fahrzeug. Panorama Motoring habe ich gelesen. Missionsrennen B4. Ah, beim letzten Mal lief ja alles richtig super. Ich habe ja so eine Grundhaltung. Ich sage, mit Silber gebe ich mich zufrieden, wenn ich merke, oh, Gold ist für mich zu weit weg. Bei aller Liebe, das ist im, ja, nicht so leicht zu machen. Oh, 37,5. Und dann habe ich noch Zeit, 1,5 Sekunden darf ich länger brauchen für Silber. Das ist viel. Das heißt, es wird schwer. Es wird schwer. Okay, irgendwo in Australien. Ich sehe da schon die Strecke. Okay, geradeaus. Dann scharf rechts, links und dann so eine bittere, widerliche Kurve. Na, mal gucken. Wenn man sich nicht allzu dumm anstellt, kann man das schaffen. 2000 Credits gibt nicht viel. Hier geht es mehr um den Pokal statt um die Credits. Den will man ja irgendwie erreichen. Was fahren wir eigentlich? Was für eine Fahrt? Was ist denn gar nicht gelesen? Jaguar! Ah, ja genau, Jaguar XKR Coupé. So. Na komm, dann starte mal hier. Lass uns nicht so lange warten. Normalerweise sind die Ladezeiten, finde ich, bei GT6 doch recht entspannt und zügig. Jetzt war aber mal ein Beispiel, wo es mal ein bisschen länger gedauert hat. Aber das hat man eigentlich fast gar nicht. Was ja Standard war bei GT5. Da war man ja, streckenweise konnte man sich ja noch einen Kaffee holen. Und noch ein großes Geschäft machen, bis es losging. So, alles klar. Hauen wir es rein, würde ich sagen. Oh, wieder ein Haufen Gegner vor mir. Ja, ich denke mal, beim ersten Mal wird man es wahrscheinlich nie direkt schaffen. Wow, ist das Heckantrieb? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es schnell. Das war zu lang. Ich muss ihn, glaube ich, den Ferrari muss ich mir auch schon in der ersten Kurve holen. So, und jetzt geht es ja so widerlich nach links. So. Die bremsen? Ich bremse nicht. Doch, doch, gebremst. Oh, das ist ein Z3. Z4. Shit, okay, schon gerammt. Da habe ich dann wirklich wenig Chancen. Okay, ich glaube, den Ferrari muss ich mir auf jeden Fall... Jetzt ist der hinten dran, der Ferrari. Was ist denn da los? Achso, der überholt auch selber noch erst. Der Ferrari muss in der ersten Kurve schon drin sein, irgendwie. Irgendwie. Okay, umbremsen, umbremsen, umbremsen. Oh, ich habe wieder auf Nein gedrückt. Ah, Mist, verlassen meine ich. Okay, den Ferrari kriege ich nicht in der ersten Kurve, ohne zu bremsen. Das wird nichts. Ach, Mann. Ah, verlassen ist blöd. Komm. Ja, 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 ja. Nicht einfach, Leute. Ich sehe schon, auf mich zukommen. Es wird eine heikle Geschichte hier. 37,5 Sekunden, alles klar. Komm, entspannt. Erstmal entspannt zu Ende fahren, dann sieht man ja, wie weit man entfernt ist. Und dann hat man dann seinen Ghost. Läuft doch alles schon ein bisschen entspannter dann. So. Gut. Zählt noch als bestanden und ich habe ihn in der ersten Kurve. Sehr gut. Alles klar. Jetzt muss ich mir da vorne den Z4 holen. Z4 Roadster ist das noch, oder? Ja, ja. Okay, vorsichtig. Oh Mann! Fahr doch schneller, du Lauch. Ja, muss ich außen überholen oder was? Gibt's doch gar nicht. Jetzt war die erste Kurve natürlich wieder klasse. Dafür der Rest Schrott. Das Auffahren ist halt schon saublöd. Und einfach ist anders. Okay, komm schon. Krieg ich ihn wieder in der ersten Kurve? Ja, 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 ja. Knapp, aber machbar. Sehr gut. Boah, der Z4 zieht auch wirklich übelst da vorne. Jetzt gibt er Gas, der Z4. So. Ja, ja, du fährst mir rein, ich dir nicht, so, ja. Und wie geht die Kurve jetzt? Jetzt geht's nach rechts. 37! Oh, ich wollte mich doch verarschen! Was zum Henker?
Das gibt's doch nicht. Mann! 8/10, oder? Oder 800stel? Wir wissen das. Andersrum geht's, ne? Ich weiß gar nicht. Andersrum geht das bei Sekunden. Gott. Gott. Komm schon. Das waren die 800stel. Komm schon, jetzt muss man. Hier muss man so ein bisschen in die Eisen gehen. So ein bisschen. Nicht volle Lotte, aber so ein bisschen. Und dann hat man eigentlich noch genügend Dampf. Und wenn man jetzt geil ist, nimmt man den Z4 schon weit vor der Kurve, damit man selber hier gemütlich bremsen kann. Das ist eine überragende. Das ist überragend gefahren, was ich gerade mache. Das sind die. Komm, hier brauche ich doch gar nicht bremsen, oder? Das war doch hier ganz geschillt. Ja. Alles klar, meine Lieben. An der Stelle würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder und ja, geben wieder Vollgas, ne? Wie ihr es kennt. Macht's gut, ciao.